Ich darf jetzt aufrufen den Tagesordnungspunkt 17 gemeinsam mit dem Tagesordnungspunkt 100. Das ist der Bericht des Haushaltsausschusses zum Antrag Minister der Finanzen auf Erteilung der Zustimmung des Haushaltsausschusses gemäß § 8.3 GZSG, die Drucksache 5461 aus dieser Legislaturperiode. Und dazu ist mit aufgerufen der dringliche Antrag der Fraktion der AfD, keine Überschreitung des unter § 2 Absatz 1 Nummer 5 GZSG festgestellten Betrages, Drucksache Nummer 5604 aus dieser Legislaturperiode. Wir sind der Auffassung, dass der dringliche Antrag eingebracht werden soll, bevor es weitergeht. Aber ich sehe, dass der Ausschussvorsitzende dort steht. Wollte der jetzt einen Bericht abgeben? Dann geht das natürlich vor. Vielen Dank, Herr Präsident. Bericht des Haushaltsausschusses zu dem eben zitierten und besagten Antrag, Drucksache 5461. Hierzu verweise ich auch noch einmal auf das Schreiben des Finanzministers vom 23. März 2021. Der Haushaltsausschuss hat zu dem vorliegenden Antrag folgenden Beschluss gefasst. Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an. Das ist geschehen mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90, die Grüne, der SPD und der Fraktion Die Linke gegen die Stimmen der AfD bei Stimmenthaltung der Freien Demokraten. Ich bedanke mich für den ausführlichen Bericht. Und wir alle sind uns einig, dass jetzt der Antragsteller zunächst das Wort zur Begründung des Antrages hat. Und für die antragstellende Fraktion hat sich Herr Kollege Heidkamp gemeldet. Er hat das Wort. Moment. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich auf ein erneutes Wiedersehen. Die Alternative für Deutschland legt großen Wert auf die Feststellung, dass wir den Maßnahmen der Regierung im Rahmen der Bekämpfung der von der Regierung als Naturkatastrophe bezeichneten Corona-Pandemie zugestimmt haben und zustimmen werden, soweit ein Corona-Bezug klar ersichtlich ist und die Regierung sich strikt an die Bestimmungen des GZSG, insbesondere des § 2 Absatz 1 Nummer 1, Zweck- und Mittelverwendung des Sondervermögens hält. Wir bleiben aber bei unserer Kritik des gesetzgeberischen Verfahrens, konkretisiert durch unsere Normenkontrollklage beim Staatsgerichtshof, und haben erhebliche Zweifel an der Zweckmäßigkeit und der wissenschaftlichen Begründung einer Vielzahl von Maßnahmen und Ausgaben. Es fällt uns nach 15 Monaten zunehmend schwer, das Argument der ungeheuren Komplexität dieser von der Regierung als Jahrhundertereignis dargestellten Herausforderung für schwere Managementfehler und Versäumnisse akzeptieren zu müssen. Überhaupt werden wir nicht akzeptieren, wenn hinter der Nebelwand eines 12 Milliarden Euro schweren Sondervermögens politische Fehler der Vergangenheit oder die Anlage einer Kasse für den Wahlkampf kaschiert werden sollen. Dafür muss die Regierung die politische Verantwortung übernehmen und einfache Entschuldigung und die Bitte um Verzeihung, wie sie rund um die Ostertage, werden nicht ausreichen. Um diesen Verdacht erst gar nicht aufkommen zu lassen und mit dem Ziel eines fairen Umgangs mit diesem Landtag, sollte es die Regierung gar nicht versuchen, sich unter dem Deckmantel der Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie parteipolitisch motivierte Freiräume bei den Ausgaben zu verschaffen, durch Umbuchungen von 500 Millionen Euro aus der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 eindeutig den Leistungen im Rahmen des Infektionsschutzes zuzuordnenden Maßnahmen des Einkaufs von Tests in die Nummer 5 des § Absatz 1 mit der sehr flexiblen Beschreibung Sicherung der sozialen und kulturellen Infrastruktur. Unter dem Deckmantel von 70 Millionen Euro für den Kauf der Tests sollen hier 500 Millionen Euro freigeschaufelt werden für Ausgaben, die nur bedingt mit dem Infektionsgeschehen in Verbindung gebracht werden können. Für die restlichen 430 Millionen Euro
sind jedenfalls bisher weder die Begründung noch die Beträge bekannt. Der Einkauf der Tests für 70 Millionen Euro ist ohne jedes Problem und ohne die hier veranstalteten buchhalterischen Klimmzüge im Rahmen der Nummer 1 des § Absatz 1 zu bewerkstelligen. Der Finanzminister selbst stellt in seinem Schreiben vom 23. März 2021 den direkten Bezug her zwischen dem Antrag für die Überschreitung des Ansatzes bei der Position, ich kann es noch wiederholen, Absatz 2, Nummer 1, Absatz 1, Nummer 5 um 10% und dem heute noch zur Abstimmung stehenden Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des GZSG, dessen Gegenstand die Verschiebung von 500 Millionen zwischen den Positionen 1 und 5 des § 2 Absatz 1 ist. Bei Vorliegen eines Antrags, der nicht nur einen Bericht über, sondern eine Abweichung von den Beschlüssen des Haushaltsausschusses verlangt, ermächtigt das parlamentarische Verfahren bei Anträgen des Ministers für Finanzen gemäß § 8 GZSG die Landesregierung eben nicht zur Bewilligung und zur Ausgabe von Mitteln, solange der Landtag den Antrag nicht abgelehnt hat. Das können Sie ja machen heute. Wir bitten daher die Regierung um eine sofortige Klarstellung, ob sich das Finanzministerium unter der erst heute in zweiter Lesung anstehenden Entscheidung über den grundlegenden Gesetzentwurf über die Verschiebung von 500 Millionen aus der Position 1 des § 2 Absatz 1 in die Position 5 gemäß des oben spezifizierten parlamentarischen Verfahrens gehalten hat. Die Handlungsermächtigung im parlamentarischen Verfahren bezieht sich ausdrücklich nicht auf § 8 Absatz 3 des GZSG. Danke, Herr Heidkamp. Als nächster Redner hat sich Herr Kaufmann für Bündnis 90 Die Grünen gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich sollten wir alle gemeinsam die Pandemie bekämpfen und nicht uns gegenseitig. Der Kollege Heidkamp hat gerade das Gegenteil vorgeführt und verkämpft sich dabei, wie nicht anders zu erwarten. Umgangssprachlich würde ich sagen, wie kann man nur so verpeilt sein? Denn alles, was er uns vorgetragen hat, dazu findet sich zumindest in dem Gesetz, was Sie zitiert haben, und in dem Antrag, über den Sie gesprochen haben, nichts. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es erlebt. Hier klang es nur leicht an. Im Haushaltsausschuss war es deutlicher. Die Häme in der Stimme, mit der vorgetragen wurde, dass eine Zustimmung nach § 8 Absatz 3 GZG nicht den § 2 Absatz 2 umfassen würde, was bei einem Blick ins Gesetz einem zeigt, dass das natürlich völlig falsch ist, sondern der gesamte § 2 ist unter die Vorbehaltspunkte des § 8 Absatz 3 gestellt. Das können Sie jederzeit nachlesen. Dann kommen wir zu dem Zweiten, was Sie uns auch mit Ihrem Änderungsantrag hier suggerieren wollen, dass nämlich aus § 2 Absatz 1 Nummer 1 die Tests und die Impfungen bezahlbar wären. Verehrter Kollege Heidkamp, auch hier hilft ein Blick in dem Fall in den Haushaltsplan, den beschlossenen Haushaltsplan des Jahres 2021, Einzelplan 17, Seite 370, das ist die Anlage 5. Dort lesen wir genau die Leistungen und Ansprüche nach dem Infektionsschutzgesetz, das ist die Nummer 1, und die sind in der verbindlichen Erläuterung wie folgt erläutert, ich zitiere, Erstattung von Verdienstausfällen, wenn Arbeitnehmer aufgrund der Kinderbetreuung oder aufgrund von Quarantäneanordnungen nach dem Infektionsschutzgesetz ihren Beruf nicht ausüben können, Klammer auf, § 56 Absatz 1 und Absatz 1a Infektionsschutzgesetz, Klammer zu, Punkt.
Das ist die Erläuterung. Sie verlangen mit Ihrem Antrag einen haushaltsrechtlichen Bruch. Sie verlangen nämlich, eine verbindliche Erläuterung zu missachten und behaupten stattdessen, man könne aus diesem Punkt das, was Sie hier vorgetragen haben, finanzieren. Das ist schlicht falsch. Und wenn Sie in die Wirtschaftsbahn gelegentlich noch ein zweites Mal hineinschauen, stellen Sie fest, dass unter Nummer 5, um die geht es ja hier, die Bereitstellung von Mitteln zum Beispiel für Tests vorgesehen ist. Also genau das, worüber wir reden und was die Begründung ist dafür, dass es diese Verschiebung geben muss, weil wir, das haben Sie behauptet, wären Sie auch mit dabei, Tests und Impfungen von Ihnen auch mit unterstützt werden. Nur behaupten Sie hier nicht Dinge, die Sie durch Ihr konkludentes Handeln in Form von Antragstellungen genau konterkarieren. Ihr Antrag ist insoweit freundlich gesprochen Quatsch. Man könnte auch sagen, er fordert die Mehrheit hier auf zu einem gesetzeswidrigen Verhalten, das wir in demgemäß ablehnen wollen, werden, wird Sie nicht weiter wundern. Die ganze Debatte hätten wir uns sparen können, wenn die AfD sich ein bisschen mehr von der Sache informieren würde, bevor sie hier meint, rumschreien zu müssen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kaufmann. Als nächster Redner hat sich Herr Schalauske für Die Linke gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich stehe sicherlich nicht im Verdacht, in allzu vielen Fragen einer Meinung mit der schwarz-grünen Landesregierung zu sein. Aber dass Sie sich rechtlich hier als Fraktion da ganz rechts auf der Seite auf einem Holzweg befinden, das ist Ihnen gerade erklärt worden. Was mich aber noch viel mehr ärgert, ist, dass Sie sinnvolle und notwendige Maßnahmen zum Gesundheitsschutz als, Zitat, parteipolitisch motivierte Umbuchung bezeichnen. Ich finde, mit Blick auf die dramatischen Auswirkungen der Pandemie, das geht ganz und gar nicht. Und ich finde, wir sollten es noch einmal auf die Sache jetzt zurückführen. Hier geht es ausschließlich darum, Mittel zur Pandemiebekämpfung, in dem wir uns hier in weiten Teilen des Hauses ja durchaus einig sind, Mittel aus dem Sondervermögen lediglich umzuschichten. Der Antrag hat sich im Übrigen, der ja auch im Gegenstand dann der Berichterstattung ist, mit Kürze erledigt, weil wir ja heute auch noch ein Gesetz zur Änderung hier diskutieren werden. Aus unserer Sicht zeigt es aber auch ein bisschen, wo die Probleme beim Sondervermögen liegen. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Auffassungen im Parlament. Es gibt einige Fraktionen, SPD, FDP und so eine weitere Fraktion, die meinen, das Sondervermögen, das bräuchte man im Grundsatz gar nicht. Wir haben als Linke immer wieder gesagt, ja, das kann ein gangbarer Weg sein, um die Pandemie zu bekämpfen und um in Hessen einen Neustart aus der Krise zu machen. Ein Sondervermögen, den Weg kann man gehen. Allerdings haben wir auch von Anfang an deutlich gemacht, dass die Mittel, die Sie veranschlagt haben, die dafür von Schwarz und Grün sich überlegt wurden, dass wir die insgesamt für unzureichend, nicht ausreichend halten und dass es auch im Zuschnitt Gefahr läuft, nicht zu passen. Das heißt, es wird an vielen Stellen, das werden wir in den nächsten Jahren sehen, auch nicht reichen, um dann einen wirklichen sozialen und ökologischen Neustart in der Krise zu ermöglichen, wie ihn ja mitunter sogar auch die grünen Vertreter in der Landesregierung im Munde führen. Das heißt aber nicht, dass wir sinnvolle Änderungen, die sich aus einer Notwendigkeit ergeben, dass wir denen dann im Wege stehen würden. Deswegen haben wir der Umschichtung zugestimmt. Diese Mehrbedarfe für den Gesundheitsschutz, die sind aus unserer Sicht unabweisbar. Es ist halt aber auch so, dass diese Entscheidung demnächst obsolet wird, wenn wir das GZSG-Gesetz noch einmal ändern. Was wir allerdings sehen, und das habe ich auch im Ausschuss und in anderen Beratungen angemeldet, ist, dass es auch ein Problem ist, wenn bestimmte Maßnahmen weit weniger in Anspruch genommen werden, als das eigentlich mal erwartet wurde. Und klar, jetzt kann man sagen, natürlich liegt es in der Natur der Sache einer so großen Aufgabe wie der Pandemiebekämpfung, dass man nicht alles direkt vorhersehen kann. Das will ich wohl auch eingestehen. Aber gerade die Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz, da sind doch eine Menge Beiträge übrig. Und das ist Geld, das eigentlich bei Menschen ankommen sollte, die richtig heftig von den Folgen des Lockdowns betroffen sind. Es geht hier nämlich um die Erstattung von Verdienstausfällen für notwendige Kinderbetreuung.
Kinderbetreuung. Und wir haben hier oft im Landtag diskutiert, wie viel die Familien in der Pandemie leisten mussten, wie viel da auf sie abgeladen wurde. Und da finde ich, sollte uns das nicht gerade freudig stimmen, wenn diese Leistungen nicht in Anspruch genommen werden. Wir glauben eher, dann das Gegenteil müsste der Fall sein. Wir müssen etwas dafür tun, dass diese Leistungen in Anspruch genommen werden und sogar noch ausgeweitet werden. Ich glaube, die Diskussion, die führen wir dann später noch einmal bei der Änderung des GZSG. Ich will vielleicht, weil wir das ja hier so ein bisschen wiederkehrende Rituale machen, auch noch einmal für unsere Fraktion sagen. Wir haben uns dafür wirklich eingesetzt bei der Gesetzesberatung über das GZSG-Gesetz, dass es die Möglichkeit gibt, die Beschlussfassung des Haushaltsausschusses in dem Vollzug des GZSG-Gesetzes, dass wir das hier auch im Parlament noch einmal diskutieren, weil wir natürlich die Rechte des Parlaments auch stärken wollen. Wir stellen natürlich fest, dass diese Möglichkeit bedauernswerterweise von einigen hier rechts außen immer wieder genutzt wird, um alles andere als sachgerecht über die Dinge hier zu diskutieren. Das ist ärgerlich, aber der Grundsatz, das Parlament zu stärken, den sollten wir uns davon nicht beeinträchtigen und auch nicht madig machen lassen. In diesem Sinne vielen Dank. Danke, Herr Schalauske. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Ruhl das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Da wir nachher noch über die Änderung des Gute-Zukunftssicherungsgesetzes beraten werden, mache ich es jetzt hier mal ganz kurz. Welche Maßnahmen hatten wir im letzten Haushaltsausschuss? Wir haben rund 3,3 Millionen € freigegeben für mobile Endgeräte für die Landesverwaltung zur Verbesserung der Möglichkeiten zur Heimarbeit inklusive der erforderlichen Software, 65 Millionen € für die Notfallkasse. Und da war Hessen Vorreiter, weil wir bereits im letzten Jahr als Vorreiter diese Notfallkasse eingerichtet haben. Der Bund ist jetzt diesem Beispiel gefolgt. Von diesen 65 Millionen € sind rund 55 Millionen € als hessischer Anteil zur hälftigen Finanzierung der Bundesnotfallkasse und rund 10 Millionen € für Notfälle, die trotz anderer Hilfen weiterhin bestehen, vorgesehen. Und die bereits freigegebenen 30 Millionen € gehen dann in dieser Summe auf. Weitere bis zu 2 Millionen € sind für den ausgefallenen Hessentag 2021 in Fulda zum Defizitausgleich vorgesehen. Ein ähnliches Verfahren, wie wir es 2020 in Bad Vilbel hatten. Das waren die Maßnahmen. Jetzt noch ein Satz zum AfD-Antrag. Da schließe ich mich vollumfänglich den Ausführungen meines Kollegen Kaufmann an. Die Umschichtung war sinnvoll. Und deswegen kann ich es jetzt auch ganz kurz machen. Wie Sie sehen, geht die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen weiterhin kraftvoll die Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen an. Vielen Dank. Danke, Herr Ruhl. Als Nächstes spricht zu uns Frau Schardt-Sauer für die FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich war jetzt ein bisschen irritiert von der Rede meines Vorredners, des Kollegen Rühl, weil Rühl. Ja, sehen Sie, Sie haben mich schon so verwirrt, dass ich wieder anfange, mich mit dem Kollegen Obmann durcheinander zu werfen. Man kann der AfD ja viel vorwerfen, und ich komme gleich zu ein, zwei Punkten. Wir reden aber jetzt bei diesem Tagesordnungspunkt über den Antrag des Ministers der Finanzen auf Erteilung der Zustimmung des Haushaltsausschusses. Das ist diese Sondersitzung vom 26.03. Aber ich will die herzliche Einladung von Herrn Kollegen Schalauske zur Stärkung des Parlaments nutzen und eröffne die Bandbreite der Betrachtung der Corona-Maßnahmen. Dann nehmen wir einfach die Sondersitzung des Haushaltsausschusses, nehmen die letzte Ausschusssitzung, und das Gebot der Stunde ist, nur die Redezeit einzuhalten. Von daher sei aus Sicht der Freien Demokraten nur zur Vermeidung von Wiederholungen kurz darauf eingegangen, was hier auch mit dem Dringlichen Antrag der AfD thematisiert wird oder was am 26. März Gegenstand der Sondersitzung des Haushaltsausschusses war. Es ging darum, kurz knapp gefasst, zusätzliche Mittel für die Teststrategie freizumachen.
Wir Freien Demokraten haben immer gesagt, dort, wo Gelder notwendig sind, um wirksam sozusagen die Pandemie zu bekämpfen, und die ist nun einmal vielschichtig und fordert alle Akteure immer wieder. Da ist vieles nicht planbar, das muss man der Redlichkeit halber sagen. Da sind wir dabei und haben von daher uns dem nicht in den Weg gestellt, diese Teststrategie zu unterstützen. Und die wird vielfältig gebraucht. Es geht jetzt ineinander über, Gott sei Dank, mit der Frage Impfen. Wo brauchen wir Testen, wo brauchen wir Impfen? Das hat eins zum eigentlichen Tagesordnungspunkt. Warum es auch keinen Sinn macht, länger noch intellektuell über diesen Antrag der AfD nachzudenken. Aber lassen Sie mich noch einmal zwei Punkte zu dem Haushaltsausschuss kommen, den eben der Kollege angesprochen hat. Und da ist es, wir nehmen ja für uns als FDP in Anspruch, dass wir der Grundkonstruktion, da kommen wir nachher zu, sehr skeptisch gegenüberstehen. Klage führen dort mit der SPD zusammen, das sei später ausgeführt. Inhaltliches Beleuchten der Maßnahmen selber, wie sie im letzten Haushaltsausschuss waren, ist etwas anderes. Und da waren wir schon irritiert, dass die Landesregierung dem Gebot, sie muss ganz viel Geld haben, um jetzt schnell und zielgenau zu helfen, ausgerechnet bei einem wirklichen Thema, was sozusagen fast in jeder Rede, in jeder Plenumsrunde ist, Bildung, sozusagen die Defizite auszugleichen, zieht sie einen Antrag zurück und versagt sozusagen. Es wird Förderungsbedarf, da war in dem Maßnahmenblatt wunderbar beschrieben, es gibt Förderungsbedarf, es müssen diese einjährigen Defizite ausgeglichen werden durch vielfältige Maßnahmen. Denken wir, ist gut. Und dann sagt das HKM, nee, da muss noch etwas geklärt werden. Das erinnert fatal an die Luftfilter. Was dann nun? Sie müssen dann auch wirklich schnell und zielgenau helfen in den Bereichen, wo es notwendig ist, und nicht auf die Bremse treten. Vielleicht so viel an die Kollegen von den Fachministerien. Und unschön auch, da würden wir bitten, weil es immer so stark proklamiert wird, die Information des Parlaments, und damit will ich es bewenden lassen, wie gesagt, immer wieder ein Brennglas. Oder diesmal hat ja der Kollege Kaufmann vor mir geredet. Dann kann ich ihm das nervige Wort Corona-Check einfach, ohne dass er mir wieder sprechen kann, entgegenhalten. Immer wieder das Brennglas auf die Maßnahmen. Das gehört auch zur Kommunikationspolitik der Landesregierung. Ich komme jetzt wieder auf den Haushaltsausschuss am 26.03. Sondersitzung. Ganz wichtig, ganz schnell. Informations-App, Nachverfolgungs-App. Wir haben die Frage gestellt, welche App ist es dann, was kannst du dann, wie ist es mit den Gateways, mit den Gesundheit, also wirklich inhaltliche Fragen. Ich kann mich noch förmlich erinnern, wie dann der Staatssekretär sagte, ganz geheimnisvoll gegen Vergabe und sonst wie. Kommen wir aus der Sondersitzung des Ausschusses raus, Pressemeldung, Finanzministerium, alles öffentlich. Also das ist nicht fein. Ja? Vor allen Dingen bei meiner Maßnahme, wo Sie doch sicher sein können, dass wir uns auch von Seiten der Opposition dem nicht verschließen. Aber das muss nicht sein. Bei den Maßnahmen, wo es notwendig ist, sind wir mit dabei. Aber informieren Sie auch bitte fair. Das ist auch ein Blickwinkel eines Corona-Checks, das Parlament wirklich mitzunehmen. Das wünschen wir uns, dass das ein Ausnahmefall war. Und ansonsten war das der Corona-Check gemischt heute. Vielen Dank. Danke, Frau Schardt-Sauer. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Weiß gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ist ja wirklich ein klarer Vorteil, wenn man am Ende redet. Man kann wirklich auf viele vorhergesagte Worte verweisen. Ich fange an mit dem Änderungsantrag der AfD-Fraktion. Ich hatte eigentlich gehofft, weil das, was wir hier jetzt alles diskutiert haben, das haben wir ja auch im Haushaltsausschuss diskutiert. Da haben wir Ihnen das ja auch schon einmal erklärt. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass Sie es da verstehen. Die rechtlichen Voraussetzungen, was das Infektionsschutzgesetz angeht, warum man die beiden Säulen nicht einfach so tauschen kann, beziehungsweise nicht einfach Gesundheitsschutzmittel aus der Säule 1 nehmen kann, hat Ihnen der Kollege Kaufmann eben schon einmal gesagt. Er hat Ihnen den Gesetzestext vorgelesen. Es geht auch schlicht und einfach darum, diese Säule 1, das
habe ich Ihnen auch gesagt, ist die einzige Säule, wo es um einen Rechtsanspruch geht. Sie haben bei diesen Mitteln nach dem Infektionsschutzgesetz einen Rechtsanspruch. Alle anderen Säulen sind freiwillige Leistungen. Sie können nicht schlicht und einfach hier das Geld für freiwillige Leistungen aus der Säule rausnehmen, die für einen Rechtsanspruch vorgesehen ist. Und ich verstehe es nicht, dass Sie es immer noch nicht verstehen, aber da müssen wir es halt abstimmen heute oder in der nächsten Sitzung, wann Sie es abgestimmt haben wollen. Und dem Antrag werden wir natürlich nicht folgen können. Was ansonsten die Verschiebung dieser beiden Säulen angeht, da wird die Kollegin Geis nachher noch was sagen. Zum Maßnahmenpaket. Vier Anträge waren ursprünglich drauf. Einer ist zurückgezogen worden aus dem Kultusbereich von der Landesregierung. Die anderen drei Anträge, die in dem Maßnahmenpaket drin waren, da ging es zum ersten um Notebooks und Laptops für Landesbeschäftigte. Das ist natürlich ein Teil, wo man durchaus auch kritisieren kann, dass da hier natürlich in den letzten Jahren Versäumnisse waren, was die Ausstattung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeht, und dass man das jetzt hier aus Mitteln des Sondervermögens nachholen muss. Und man muss bei dieser Vorlage auch kritisieren bei dem Thema Transparenz, weil sich ja die Fraktionen von CDU und Bündnis 90, die Grünen, immer so auf die Fahne schreiben, dass dieses Maßnahmenpaket und die Beratung im Haushaltsausschuss so mega transparent wäre. Dann gehört da aber auch zu, dass man bei den einzelnen Maßnahmen eine ordentliche Begründung schreibt und sich nicht auf ein oder zwei Sätze dabei verlegt, wenn es um mehrere Millionen geht. Und das erwarten wir dann, wenn man hier schon von Transparenz redet, dann auch bitte eine transparente Begründung. Bei diesem Maßnahmenpaket war sie jedenfalls nicht dabei. Und das gilt auch für das nächste Maßnahmenpaket, den Hessentag in Fulda. Natürlich ist der Hessentag ein Landesfest. Und natürlich, wenn sich eine Stadt bereit erklärt, da Austräger zu sein und dadurch dann durch die Corona-Pandemie da Ausfälle hat, dann muss das Land auch da in die Pflicht gehen und da auch helfen. Aber auch hier hätten wir eigentlich erwartet, ich glaube, es sind zwei oder drei Sätze für 2 Millionen €, da hätte man schon ein bisschen detaillierter darstellen können, wofür denn das Geld tatsächlich sein soll und was denn hier die Ausfälle der Hessentagsstadt Fulda sind. Wenn sie berechtigt sind, werden wir dem natürlich hier auch nicht im Wege stehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der letzte Punkt, der wichtigste Punkt sicherlich in diesem Maßnahmenpaket ist die Notfallkasse. Wir haben es eben schon gehört, der Bund hat hier kräftig in die Tasche gegriffen, eine Dreiviertelmilliarde, 750 Millionen Euro, um eine eigene Notfallkasse zu machen. Davon nach Königsteiner Schlüssel 55 Millionen für das Land Hessen. Herzlichen Dank, Olaf Scholz, an dieser Richtung nach Berlin gerichtet, kann man nicht oft genug sagen. Das Land Hessen hat eine eigene Notfallkasse sich überlegt mit 50 Millionen, wo der Haushaltsausschuss schon 30 Millionen freigegeben hat. Die geht im Prinzip darin auf. Die werden dafür verwendet, die Mittel, und man stockt das dann noch um etwa 9 Millionen € auf, damit man diesen Betrag noch überschüssig hat für die Fälle, die nicht von der Bundesnotfallkasse umfasst werden. Da hat die Hessische Notfallkasse eine etwas andere Anspruchsvoraussetzungen, und deswegen macht man da noch extra was drauf. Das ist eine vernünftige Regelung, und an dieser Stelle herzlichen Dank an die Bundesregierung für die 55 Millionen. Es bleibt dabei. Auch dieser Notfallkasse haben wir im Haushaltsausschuss zugestimmt, weil der Corona-Bezug zweifelsohne da war. Es bleibt dabei, was die Oppositionsarbeit der SPD angeht, bei allen Maßnahmen, die die Landesregierung braucht und für nötig hält und uns das nachweist, die dem Gesundheitsschutz dienen, die schnelles und effektives Testen und Impfen beschleunigen und umsetzen. Da haben Sie uns an Ihrer Seite. Bei allen Maßnahmen, die dafür da sind, um in Not geratene Betriebe zu retten, um Arbeitsplätze zu retten, haben Sie uns an Ihrer Seite. In dem Fall ist das eine verantwortungsvolle Opposition, die die SPD hier darstellt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Weiß. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Boddenberg das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Für den konstruktiven Teil, Herr Weiß, will ich ausdrücklich Ihnen und Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss und im Hessischen Landtag danken. Ich will vielleicht nur anfügen, was mich immer wieder ein bisschen verwundert, ist, dass Sie die Frage der Transparenz und der Beteiligung des Parlaments und Haushaltsausschusses dann doch mit kritischer Begleitung hier auch intonieren. Ich mache das einmal am Beispiel dieser 2 Millionen € für Fulda fest.
Sie könnten ja auch dann hier gesagt haben, es kann diese Transparenz darüber, was mit den 2 Millionen passiert, noch gar nicht geben. Deswegen, weil der Staatssekretär es Ihnen ja ausdrücklich erläutert hat, es eine Abrechnung geben wird am Ende mit der veranstaltenden Stadt Fulda, so wie es bei Bad Vilbel auch war. Und wenn Sie denn im Haushaltsausschuss wissen wollen, was ist denn von den 2 Millionen überhaupt gebraucht worden und wenn ja, für was werden Sie das lückenlos bekommen? Also mehr geht ja denn nicht. Wir können jetzt auch ein bisschen spekulieren und raten, wofür die 2 Millionen oder 1,5 brauchen. Nochmal für alle, es wird nur das dann am Ende des Tages überwiesen, was der Stadt Fulda auch an Kosten entstanden ist. Aber ich glaube, es macht einfach Sinn, dass man bei solchen Beträgen die Endabrechnung abwartet und darüber hier entsprechend berichtet. Zur AfD will ich nur so viel sagen. Meistens ignoriere ich sie. Das wird auch zukünftig so sein. Aber ich will nur so viel sagen, weil manche vergessen es ja. Ja, das ist immer das Mäntelchen, dass sie versuchen, dass sie nichts gegen Impfungen und Tests und andere Dinge haben. Das ist ja völliger Blödsinn. Das ist ja auch die Unwahrheit, schlichtweg die Unwahrheit, die sie hier verbreiten. Ja, ich weiß nicht, ob Sie Ihre Bundesparteitage verfolgen oder ob Sie das ignorieren. Heute Morgen haben wir schon, glaube ich, über die Frage gesprochen, dass Sie die Europäische Union verlassen wollen. Und dann müssen wir hier darüber reden, dass Ihr Bundesparteitag beschlossen hat, dass Sie die Pflicht zum Tragen von Masken beispielsweise und die Pflicht zu Tests schlichtweg ablehnen. Wenn man das alles nicht will, ist man Hochrisikopartei und nicht Alternative für Deutschland. Hochrisikopartei für Deutschland. Sie kriegen irgendwann ein neues Kürzel. Und das nicht nur was unsere Verfassung anbelangt, sondern vor allen Dingen auch, was die aktuelle Situation anbelangt. Und man kann es festmachen an dem Beitrag von Herrn Höcke. Das ist dieser Rechtsextremist in der AfD, der es dann auch noch auf den Punkt bringt, der von herbeigesteuerter Pandemie spricht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also mir fallen gar keine Worte ein, die parlamentarisch dem würdig wären, wie wir hier normalerweise miteinander umgehen, um zu sagen, was ich davon halte. Also sage ich besser nichts, aber Sie können sich's denken. Kolleginnen und Kollegen, alles, was von der AfD im Zusammenhang mit dieser Pandemie kommt, ist von vorne bis hinten Lug und Trug. Ich muss das so deutlich sagen. Und da kann auch der Präsident am Ende zur Rüge greifen, damit es dann auch möglicherweise in der Zeitung steht. Und mit Ihnen werde ich weiter über all diese Dinge kein ernsthaftes Wort reden, nur dass das heute auch noch einmal hier hinterlegt ist. Vielen Dank. Herr Boddenberg, lassen Sie. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieser Tagesordnungspunkte angelangt. Den dringlichen Antrag, der geht in den Haushaltsausschuss, oder? Der geht in den Haushaltsausschuss, und dann müssen wir jetzt hier nichts weiter machen.